Das Bundesverfassungsgericht hat ein Ablehnungsgesuch gegen Bundesverfassungsgerichtspräsident Stefan Habart und die Richterin am Bundesverfassungsgericht Susanne Bär als unbegründet zurückgewiesen. In diesem Video erkläre ich dir die Hintergründe. Ich sage dir, warum das Ganze zumindest äußerst unglücklich ist, warum diese Entscheidung möglicherweise nicht auf ungeteilte Zustimmung stoßen wird. Ich formuliere das mal ganz vorsichtig. Und wo aus meiner Sicht hier die eigentlichen Probleme sind und wage dann auch noch eine kleine Prognose, was das dann für die übrigen Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts zum Thema Corona und hier Bundesnotbremse, darum ging es letztendlich, bedeutet. Zunächst einmal gab es vor der Entscheidung zur Bundesnotbremse, wo das Gericht, du erinnerst dich, ich hatte darüber berichtet, im Eilverfahren das Bundesverfassungsgericht gesagt hat, also im Eilverfahren machen wir hier nichts, das machen wir ganz in Ruhe im Hauptsacheverfahren. Es war klar, wenn das nicht im Eilverfahren entschieden wird, dann hilft das nicht mehr. Wir hatten den ganzen Sommer diese Bundesnotbremse, diese höchst zweifelhafte Bundesnotbremse. Ja? Und das gut, hatte ich damals gesagt, muss man so akzeptieren. Das Bundesverfassungsgericht ist sehr, sehr vorsichtig mit solchen Eilentscheidungen, weil nur eine vorläufige Prüfung stattfinden kann. Jetzt war aber Folgendes passiert. In Berlin hatte ein Treffen am 30. Juni stattgefunden, ein Abendessen mit der Kanzlerin, mit allen 16 Verfassungsrichterinnen und Verfassungsrichtern und dann noch einigen Bundesministern oder sehr vielen Bundesministern. Und da hatte man dann wohl auch gesprochen über die Bekämpfung von Corona. Und dort hatte man dann wohl auch der Justizministerin Christine Lambrecht von der SPD Gelegenheit gegeben, die Bundesnotbremse und die Notwendigkeit ein bisschen zu erläutern. Und wohl auch die Verfassungsrichterin Bär hatte bei diesem Essen zum Thema Corona oder Bundesnotbremse gesprochen. So entnehme ich das zumindest den Medien. Dann hat das Gericht aber eben entschieden, wir entscheiden quasi im Eilverfahren nicht. Und das wiederum hatte bei einigen den Eindruck erweckt, das Gericht könnte möglicherweise nicht so unvoreingenommen aufgrund dieses Essens gewesen sein, dass hier nicht die Besorgnis der Befangenheit bestehen würde. Und es war ein entsprechender Befangenheitsantrag. Es waren wohl mehrere, aber es war jetzt aktuell noch einer gestellt worden. Und das Gericht sagt jetzt, das Bundesverfassungsgericht sagt also selbst jetzt, ja, wer soll es sonst entscheiden? Nö, das war ein Treffen zum Gedanken- und Erfahrungsaustausch zwischen Bundesverfassungsgericht und der Bundesregierung. Und das ist ein völlig ungeeigneter Grund, so ein Treffen für eine Befangenheit des Gerichts, für die Annahme einer Befangenheit, also für die Annahme, die könnten dadurch unvoreingenommen sein. Also man will gar keine mündliche, man hat gar keine mündliche Verhandlung gemacht, man hat gesagt, das machen wir gleich im schriftlichen Verfahren, bügeln wir diesen Antrag ab. Die alleinige Teilnahme, ja, auch an der Auswahl des Themas, Entscheidung unter Unsicherheiten hieß das wohl irgendwie, dass das irgendwie so einen Eindruck wecken könnte von Unvoreingenommenheit, also die Besorgnis, das ist schon zurückzuweisen. Und zwar deshalb, weil das Gericht permanent mit Verfahren befasst ist, die das Handeln der Regierung betreffen und würde jetzt so ein Zusammentreffen von Verfassungsrichtern und Regierung schon Zweifel an der Unvoreingenommenheit begründen,
dann wäre ein Austausch quasi unmöglich. Und dieses daraus erwachsene grundsätzliche Misstrauen, was man da annehmen müsste, das würde dem grundgesetzlich und einfach rechtlich vorausgesetzten Bild des Verfassungsrichters widersprechen. Also, das ist ja so eine, wie nennt man sowas, selbst sich begründende, ja, also es kann nicht sein, was nicht sein darf. Sprich, wir haben das Bild des Verfassungsrichters und wenn so ein Treffen diesem Bild widersprechen würde, dann kann es nicht sein, dass dieses Treffen dem Bild widerspricht, denn das Bild ist ja so und so. Also das Bild ist schwarz oder die Wand ist rötlich, zu meinem Ärger, weil es hier fürs YouTube manchmal nicht so gut ist, weil ich da auch immer so ein bisschen rötlich bin. Ja? Die Wand ist rötlich. Sie sollte eigentlich übrigens auch gelblich sein. Da die Wand ja gelblich sein sollte, das hatte ich ja denen, die gebaut haben, extra gesagt. Ja? Die Wand sollte genauso im gleichen Ton sein, vor allem, weil ich nicht so viele Rottöne haben will. Die Wand sollte ja gelblich sein, also kann sie ja nicht rötlich sein. Ist doch klar, oder? Du kannst das erkennen, ne? Dass diese Wand gelb ist. Denn sie soll ja gelblich sein. In einem YouTube-Studio wird man doch nicht mit Rot arbeiten. So ist das ungefähr. Mein Bauchef hier war nicht auf diese Erklärung gekommen. Der hatte einfach gesagt, du, die hatten keine gelben Ziegel und du hattest es ja eilig. Jetzt habe ich selber entschieden. Ja, ich war auch froh, dass diese Zwischenwand da drin ist. Wir wollen ja hier nicht den Blick in die endlosen Kellerräume meiner Großmutter hier eröffnen. Das soll ja auch ein bisschen Intimsphäre hier sein. Ja? Aber was ist das für eine Begründung? Das ist aus meiner Sicht mega unglücklich. Ich fand es okay, dass das Gericht gesagt hat, im Eilverfahren entscheiden wir nicht. Ich finde es absolut nicht okay, dass man sich vorher trifft und über dieses Thema debattiert. Das halte ich nicht für richtig. Ja? Es ist nicht grundsätzlich ein Problem, dass sich die Verfassungsorgane miteinander austauschen. Da habe ich überhaupt nichts dagegen. Hat auch niemand, das habe ich auch noch niemals ernsthaft von irgendjemand im Zweifel gezogen gesehen, den ich jetzt ernst nehme. Denn Austausch, Kommunikation ist wichtig. Im Gegenteil, wir haben ja oft das Gefühl, es wird zu wenig kommuniziert. Aber wie die Regierung etwas meint, gerade beim Thema Corona, das hat sie bitte der gesamten Bevölkerung zu erklären. Und das macht sie nicht. Das macht sie einfach nicht, nach wie vor nicht. Wir begründen nichts, wir erklären nichts, wir machen einfach unsere Maßnahmen. Die Erklärung ist, es gibt eine Gefahr und wir bekämpfen die. Das muss dir reichen. Ja? Warum können wir es nicht weiter begründen? Ja, keine Ahnung, ich weiß es nicht. Aber wenn man es dem Volk nicht erklärt, warum muss man es dann dem Verfassungsgericht erklären, was ja genau aus meiner Sicht, um eine vernünftige Entscheidung zu treffen, muss das Verfassungsgericht bitte genauso doof sein wie die Bevölkerung. Genauso unwissend, von derselben Regierung genauso wenig in Kenntnis gesetzt. Und das, was die Regierung sagt, kann ich der Presse entnehmen. Da muss ich mich nicht abends mit dem zum Essen treffen für und darf und mir Vorträge anhören. Also diese Entscheidung, dieses Essen zu machen, ist falsch, diese Entscheidung zu sagen, wir sind über jeden Zweifel erhaben und wir brauchen uns nicht mal jetzt aufgrund dieser wirklich zweifelhaften Entscheidung uns zum Essen zu treffen, brauchen wir uns ja auch nicht detailliert mit den Begründungen auseinandersetzen, ist falsch. Du hast von mir hier nicht so oft gehört, dass ich Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts für falsch halte. Ich bin niemand, der hier vorschnell ist mit so einem Urteil. Diese Entscheidung und diese Begründung und die Art und Weise halte ich allerdings für falsch und sie trägt zum Rechtsfrieden überhaupt nicht bei. Ich halte sie, wenn sie inhaltlich richtig wäre, ich kenne jetzt die gesamte Begründung nicht, das werde ich hier auch nochmal ausführlich darlegen, dann ja, wenn die da ist, aber es ist falsch aus einem ganz einfachen Grunde, weil es einen großen Teil der Bevölkerung gibt, die mit diesen Entscheidungen nicht einverstanden sind, über die das Gericht wiederum entscheiden soll. Die also diese Bundesnotbremse zum damaligen Zeitpunkt, ich gehöre auch dazu, und den ganzen Sommer über für falsch hielten, die auch die zumindest für fragwürdig die Feststellung, die überhaupt den ganzen Maßnahmen zugrunde liegen, halten. Aber das ist völlig okay, dass die Politik so etwas macht, auch gegen Teile der Bevölkerung, ist völlig in Ordnung. Ja? Aber das Bundesverfassungsgericht hat
das Ganze mit spitzen Fingern vorsichtig bis zum geht nicht mehr anzufassen und hat sich über die Gebühr zurückzuhalten bei der Schaffung von Fakten, die dann einfach im Raum stehen, die wiederum in den Teilen der Bevölkerung, die nicht mit den Maßnahmen einverstanden sind, Zweifel aufkommen lassen. Das ist das Verfassungsgericht uns schuldig, dass es so etwas unterlässt. Und das hat das Verfassungsgericht hier auf meiner Ansicht nach eklatante Art und Weise nicht gemacht. Und jetzt wäre es wiederum gut gewesen, wenn man hier nicht so abgebügelt hätte, sondern wenn man von mir aus mit dem gleichen Ergebnis, warum sollen Sie, ich verlange nicht, dass Sie sich für befangen achten deswegen, aber man hätte maximal hier sich mit dem Thema nochmal auseinandersetzen müssen und einfach sozusagen hier zu sagen, das ist eine gelbe Wand, denn die gelbe Wand muss gelb sein, weil da ist sie ja auch gelb, deswegen muss die auch gelb sein. Also zu sagen, das Bild des Verfassungsrichters ist ein Bild von Unbefangenheit und deswegen kann er nicht befangen sein, auch wenn er befangen ist. Ja, also auch wenn er Dinge macht, die die Besorgnis begründen, das ist zumindest, wenn das die Begründung ist, dann muss ich sagen, das passt nicht zu dem Bild, was ich bisher vom Verfassungsgericht habe und was ich auch in Zukunft weiter vom Bundesverfassungsgericht haben möchte. Liebes Bundesverfassungsgericht, bitte, bitte denkt darüber doch noch einmal nach.